Hallo meine Lieben, ja, ich bin mal wieder zurück und zwar habe ich wieder bei Doreen Beats bestellt und diesmal habe ich ein bisschen gesammelt, damit der Hohl nicht so klein ist und dass sich das Ganze auch lohnt. Und ich zeige euch mal, was ich alles so bestellt habe und zwar als erstes diese Verschlüsse hier und ich habe die schon mal rausgeholt. Also das sind halt so Anhänger für oder Karabiner für irgendwelche Anhänger, zum Beispiel für Taschenanhänger oder so. Und die sind auch ja, relativ stabil, gehen aber trotzdem ganz gut auf, haben aber auch einen guten Widerstand, dass die halt nicht, ja, nicht so schnell kaputt gehen, denke ich mal. Hier sind 5 Farben drin und in der Packung sind insgesamt 100 Stück drin. Und hier oben habt ihr dann die Bestellnummer dazu. Ja, die kann man immer gut gebrauchen für irgendwelche Taschenanhänger, für die Resin-Teile besonders. So, dann ebenfalls fürs Resin habe ich diese Teile hier bestellt. Und zwar sind das solche Pipetten, die sind hier oben ganz weich und saugen mir dann eben das Resin oder ja, eben die Sachen an. Und hier hat man eben auch schön 1 Milliliter, 2 und 3 Milliliter, hat man halt diese Angaben hier dran. Dann kann man das schön dosieren. Und ja, ich denke mal, fürs UV-Resin finde ich das eigentlich ganz cool, weil ich da bisher immer ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Ich habe das immer bis jetzt mit einem Zahnstocher oder mit so einem Eisstiel gemacht. Und ich glaube, mit denen wird das aber auf jeden Fall besser gehen. So, und hier waren drin 5 Stück. Und die Bestellnummer dazu ist diese hier. Dann mache ich mal mit etwas weiter, was jetzt gar nicht so groß mit Basteln und so zu tun hat, sondern das brauche ich mehr fürs Nähen. Und zwar sind das Verschlüsse für Portemonnaies und so weiter. Und ehrlich gesagt habe ich mir das selber noch nicht angeguckt, wie das genau funktionieren soll. Man hat hier erstmal so ein Teil. Dann hat man hier diese Tüte mit diesen Teilen, wo man es dann hier so festmacht. Hier hat man noch eine Tüte drin mit so einer Trennscheibe. Da kommt dann wohl dieses Teil durch und das kann man halt später hin und her drehen und somit dann eben zum Beispiel ein Portemonnaie verschließen. Und ja, die habe ich mir halt wie gesagt zum Nähen gekauft und besonders halt für Portemonnaies, Taschen und sowas. Und ich gucke gleich mal, wie viele Teile hier drin sind. Also da sind insgesamt so ein Set drin, jedes Mal 10 Stück, also 10 von dem, 10 von dem, 10 von dem, 10 von den Scheiben, damit man quasi 10 Taschen oder 10 Portemonnaies damit gestalten kann. So, und die Bestellnummer findet ihr hier. Ja, ich weiß nicht, ob euch das so interessiert, aber für mich sind die halt ganz praktisch. Dann habe ich hier noch mal theoretisch das gleiche, nur in einer anderen Farbe. War ein bisschen dunkler und da sind hier auch wieder diese Teile mit dran, wo man wieder diese Teile hat, die man dann später umbiegt, wenn man sie durch den Stoff gemacht hat. Und auch hier dann das Gegenstück, wo es dann eben dran kommt und auch hier wieder eine Trennscheibe dazwischen und dann zu guter Letzt eben der Verschluss an sich ist auch wieder so ein Drehverschluss und ist auch ein bisschen größer und stabiler als der davor. Versuche es mal auszufummeln so. Und auch hier den kann man dann halt wieder drehen. So ist es dann offen und so ist es dann zu. Und der ist auch sehr stabil. Also der andere war auch stabil übrigens, nur der ist ein bisschen kleiner und der hier ist halt ein bisschen größer. Ja. Wie gesagt, ich hatte halt vor, mir ein Portemonnaie zu nähen, weil meins, was ich habe, das fällt jetzt leider auseinander. Ich habe vor vielen Jahren mal von einer guten Freundin ein Portemonnaie von Fossil geschenkt bekommen. Und das ist jetzt mittlerweile nicht mehr zu retten. Also ich habe jetzt so viele Jahre, trage ich das und benutze das und liebe es auch nach wie vor. Aber leider, ja, es ist auch immer, wenn man das von jemand Besonderem bekommen hat, dann hat das natürlich auch eine besondere Bedeutung für einen. Hier ist die Bestellnummer für diese Verschlüsse und hier ist ein Fünfer-Set drin.
Also damit kann man dann 5 Portemonnaies oder Taschen machen. Ebenfalls Verschlüsse für Portemonnaies habe ich hier. Und da sind immer 3 Teile. Nee, gar nicht wahr. Auch 4 ist auch so eine Unterlegscheibe dabei. Und zwar haben wir hier diesen Klickverschluss, klack, den man dann so eben zumachen kann. Und hier auch dann zum Befestigen und in den Stoff stechen und umklappen. Und dazwischen dann eben immer eine Unterlegscheibe, damit man den Stoff dann nicht kaputt macht. Ja, und hier sind drin 3 Sets. Und das ist die Bestellnummer dazu. Ja, und da kann ich jetzt wieder loslegen und kann dann auch wirklich mit vernünftigen Verschlüssen mal Portemonnaies und Taschen machen, weil ja, das geht natürlich auch mit Knöpfen und es geht auch mit anderen Hilfsmitteln, mit Gummis und so weiter und mit Zug, also mit Tunnel, dass man einen Tunnel näht und dann eben ein Bändchen reinmacht und den Zug knotet. Geht auch alles, aber mit den Teilen ist es halt einfach schon schöner, ne? Wenn man dann richtige Verschlüsse hat. Okay, so, ich mache weiter und zwar mit dieser Bestellung hier. Und die sind ganz lustig, hier sind nämlich solche Frösche drin und die haben 2 Teile. Einmal oben, ach, ich hole mal eins komplett raus, dass ihr das richtig seht. Und zwar einmal oben, dann hier so ein Gesicht von einem Fröschlein und unten dann eben noch mal so, das sollen so Füßchen sein, diese Froschfüße. Und dazwischen kommt dann eine Perle. Ja, und die fand ich ganz cool. Und in der Packung sind 10 Sets drin. Also man kann 10 von diesen Perlenfröschen dann machen. Und die Bestellnummer ist diese hier. Ja, dann habe ich für mein UV-Resin mir Farbe bestellt und zwar so ein dunkles Pink. Und das sieht auch ganz gut aus. Ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat. Naja, wenn man es so auf die Seite legt, dann sieht es aus, als wenn es fast leer ist. Aber so geht es wirklich bis, also wenn man die Flasche hinstellt, geht sie bis hier. Ja, steht jetzt auf Chinesisch was drauf. 10 Milliliter sind drin. Und ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren für meinen UV-Resin. Und das hier ist die Bestellnummer dazu. So, diese Teilchen liegen hier schon ein bisschen länger rum. Davon habe ich auch schon welche verwendet. Und zwar sind das Perlenkappen. Und die fand ich wirklich, wirklich hübsch. Das sind so wie fast wie Blumenkelche. Und die sind so filigran noch gearbeitet. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt in der Kamera einigermaßen sehen. Da die Kamera ja wieder von oben ist und ich das Bild nicht sehe, kann ich jetzt nicht sehen, wie gut ihr das erkennen könnt. Ja, und in dieser Packung sind drin 100 Stück und zwar so abgefüllt in kleinen Tütchen. Und das finde ich ganz cool, weil man so dann die Tütchen auch mal eins weitergeben kann, in der Tauschpost zum Beispiel. Ja, und da sind halt immer 5 Stück pro Tütchen. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr süß. Und hier sind die Bestellnummer, wie gesagt, 100 Stück. Und ich überlege gerade, ob ich was hier griffbereit habe, was ich damit gemacht habe. Nein, habe ich schon verschickt. Genau, das, was ich damit gemacht habe, das habe ich schon in der Tauschpost verschickt. So, dann geht es hiermit weiter und das sind solche Blumenkelche und zwar auch sehr klein, weil ich auch gerne mit den kleinen Perlen arbeite und ich wollte mal so ein bisschen was in Roségold haben und hatte mir so ein paar Sachen in Roségold bestellt und eben auch diese Perlenkappen. So, ist natürlich keine Perlenkappe, sondern ist eben so ein, ja, so ein Blumenkelch von unten so. Ja, die sind halt, wie ihr seht, sehr klein, aber sie sind wirklich sehr niedlich. Und dafür, dass ich eben gerne solche kleinen Engel mache, fand ich die sehr, sehr schön. Hier sind auch 100 Stück drin. Also auch mal so eine größere Packung. Und die Bestellnummer findet ihr hier.
Dann ebenfalls in Rosé solche Endkappen für Schnüre und so weiter. Habe ich mir auch mitbestellt, weil ich habe die zwar in Silber und in Gold, aber in Rosé. Ich wollte letztens eine Kette machen oder ein Armband, weiß ich gar nicht mehr, in so einem Rosé-Ton. Ja, und konnte ich dann nicht machen, weil ich diese Kappen nicht hatte. Also ich hätte es machen können, aber es hätte halt nicht so schön zusammengepasst. Ich glaube, die sind für 2 mm Schnüre. Und hier sind drin 50 Stück mit dieser Bestellnummer. Ja, mein Hund fängt wieder an zu erzählen im Hintergrund. So, und dann als nächstes habe ich hier Eckenschützer für zum Beispiel meine Alben, die ich mache. Aber auch für Bücher zum Beispiel, die mit Stoff überzogen sind, ist das sehr schön. Die sind jetzt leider ein bisschen zu spät gekommen. Wäre schön gewesen, wenn die ein bisschen früher da gewesen wären. Dann hätte ich die noch für die ein oder andere Tauschpost verarbeitet. Aber leider kamen sie ein wenig spät, aber ist nicht so wild. Hier sind auch 100 Stück drin und die Bestellnummer findet ihr hier. Ist ein bisschen ausgeblasst. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Ja, es geht weiter mit Doreen Beads und zwar diese Perlen, die habe ich ja schon öfter bestellt, allerdings immer wieder in anderen Farben. Na, jetzt wird es gar nicht aufgehen hier. Na komm. So. Ja, und die schimmern halt so schön, die sind holographisch sozusagen. Und hier sind immer leider nur 10 Stück drin. Ich habe da auch noch keine größeren Packungen von gefunden bei Doreen Beads. Sind immer nur diese kleinen 10er Packungen und das ist die Bestellnummer. Und ich finde, die sind auch nicht so mega günstig fürs Mengenverhältnis. Dann habe ich hier nochmal so Zwischenperlen sozusagen, die man halt zwischen die Perlen klemmen kann. Und die fand ich auch sehr schön, weil die glitzern nämlich bunt. Ich hole gerade mal eine raus. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, ich bin heute ein bisschen tiefenentspannt. Also ich mache hier auch alles ein bisschen langsamer heute. So, ich hoffe, ihr könnt das bunt glitzernde sehen. Also die schimmern so ganz schön bunt. Die haben so Steinchen hier ringsrum drin und schimmern halt. Ja, lasst euch von meinem Hund nicht stören, falls ihr ihn hören könnt. Auch hier sind wieder 10 Stück drin. Und hier haben wir die Bestellnummer. Und ihr seht, die haben halt auf beiden Seiten hier so eine Vertiefung, dass man von beiden Seiten eine Perle halt quasi dran machen kann. Und dann vielleicht noch mit einer Quetschperle dazwischen wirklich zusammenhalten. Fand ich total süß und ja, es glitzert, ne? Muss Frau wieder haben. So, hier habe ich dann mal wieder solche Anhängerteile für Ketten. Davon habe ich mir ja in letzter Zeit schon mehrere bestellt. Für mich sehen die immer aus wie solche Hufeisen. Ach, na komm. Zack, so. Und so sehen die aus. Und dann biegt man sie hier eben auseinander, macht da den Anhänger dazwischen und biegt sie wieder zusammen. Und kann das dann schnell an eine Kette oder so machen. Und ja, die sind halt wirklich praktisch. Ich habe sie noch nicht so viel verwendet, weil ich noch nicht so viele Ketten gemacht habe. Aber wenn es mich dann mal wieder packt und ich Lust habe, Ketten zu machen, dann werde ich die auf jeden Fall benutzen. Gerade auch für ein bisschen größere Anhänger sind die immer ganz schön, wenn man nur einen einzigen Anhänger dran macht. Hier sind 30 Stück drin und hier ist die Bestellnummer dazu. Als nächstes habe ich hier solche süßen Kätzchen, die man mit UV-Harz wieder befüllen kann. Und hier ist immer nur eine drin. Ich habe mir aber die 5-mal bestellt, damit es sich auch lohnt. Und das ist die Bestellnummer für eine. Ja, und da werde ich mal schauen, wann ich die mal mache. Und die werde ich dann wahrscheinlich auch an meine Pfötchen oder so mit dranhängen. Als kleines Goodie. Als nächstes habe ich hier kleine Silikonformen fürs Resin. Weiß ich noch nicht. Weil die so klein sind, werde ich die wohl mal mit UV-Resin ausprobieren. Und zwar
kann man dann das UV-Resin hier reingießen und kann dann oben schon so einen Stift oder man kann zum Beispiel solche O-Ring-Stecker da schon mit reinstecken dann und kann die dann im Resin aushärten lassen und dann hat man nämlich schon kleine süße O-Ringe. Ja, fand ich total niedlich und wollte ich gerne mal ausprobieren. So kleine Quadrate kann man ja schön mit Farben spielen. Hier sind 5 Stück in der Packung und das hier ist die Bestellnummer dazu. Und sowas Ähnliches habe ich nochmal bestellt, allerdings nicht in quadratisch, sondern als Kätzchen. So ein kleines Katzenköpfchen. Ja, und wie gesagt, durch das Resin, durch die Pfötchen, da passt ja sowas immer super schön dazu. Und da werde ich dann auf jeden Fall ein paar gießen und werde die dann als Gebamsel quasi mit an die Pfötchen hängen. Finde ich auch ganz niedlich. Hier sind ebenfalls 5 Stück drin und die Bestellnummer dazu habt ihr hier. Gut, als nächstes habe ich bunte Perlen. Und ich glaube, die packe ich jetzt mal nicht aus, sondern halte die einfach nur mal so in die Kamera. Ja, hier sind verschiedene Farben drin. Das ist gar nicht gelb, rot, rosa, blau, hellblau und lila. Also schon einige Farben. Es sind auch 150 Perlen hier drin mit dieser Bestellnummer hier. Ja, und das sind so ganz leichte. Also ich nehme an, das sind auch so Acryldinger. Nehme ich an. Gut, dann haben wir schon fast das letzte von Ali. Einmal hier diese Engelsflügel in diesem schönen hellen Blau und natürlich auch wieder holographisch glitzernd. 200 Stück sind hier drin und das ist die Bestellnummer. Die hole ich jetzt auch nicht raus und zeige die, weil diese Engelsflügel kennt ihr ja nun schon zuhauf. So, und das letzte von Doreen Beats, was ich bestellt habe und angekommen ist, na, will wieder nicht jetzt, sind nochmal Cabochons und zwar diesmal in einer anderen Größe. Die letzten waren ja länglich und das sind jetzt diese kleinen runden. Davon habe ich nämlich auf jeden Fall, ich habe es diesmal extra ausgemessen und habe geguckt, ob die auch wirklich passen. Und ja, das sind jetzt Cabochons, die ich definitiv verwenden kann. Und bei den Ovalen, die ich hatte, habe ich zwar auch Teile zu, aber nicht so viele. Also da werde ich die gar nicht alle verwenden. Hier habe ich 30 Stück drin und hier habt ihr die Bestellnummer. Gut, und dann komme ich zu China. Und da muss ich noch einmal ganz kurz eine Sache holen. Die habe ich nämlich schon weggeräumt. Ja, und bei China waren es jetzt, ach so, halt mal, nee, alles gut. Bei China waren es jetzt wirklich nur 3 Teilchen, die bisher angekommen sind. Und zwar einmal hier diese super süße kleine Katze. Und ich liebe ja so ein Matschezeugs, wo man so drauf rumgnibbeln kann. Und diese Katze fand ich einfach so niedlich. Ja, leider kann man sich, glaube ich, da die Farbe nicht wirklich aussuchen. Und da kommt dann irgendeine zufällige Farbe an, aber ich finde es in Ordnung. Ja, sie riecht. Sie stinkt natürlich chemisch irgendwie. Ist aber bei so einem Zeugs hier auch nicht anders zu erwarten, würde ich mal sagen. Die fühlen sich aber einfach so toll an, ne? Also ich stehe einfach auf so ein Zeugs, das durch die Gegend zu schwabbeln. So. Ja, hier steht irgendwas drauf, aber ich glaube nicht, dass ihr damit irgendwas anfangen könnt. Hier ist leider jetzt nicht irgendwie ein Verweis auf irgendeinen Shop oder so. Aber wen es interessiert, da kann ich dann unten nochmal in die Kommentare dann als Antwort auf eure Fragen dann einen Link reinschreiben. Oder wenn viele fragen, dann schreibe ich es auch in die Beschreibung. Das hier sind kleine Sticker und zwar sind das Nail-Sticker. Ihr seht, es ist schon auf und vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Ich habe hier nämlich schon ein Teilchen auf meinem Nagel draufgeklebt. Und ich muss sagen, die halten Bombe, die Dinger. Also ich hatte gedacht, naja, klebst mal so ein Ding drauf, so 1, 2 Tage wird schon halten. Und das habe ich hier jetzt schon, also bestimmt 4, 5 Tage drauf. Und da ist noch nichts mit passiert. Also das ist noch komplett
so wie ich es draufgeklebt habe, trotz Händewaschen, trotz Abwaschen, trotz Haushalt, trotz allem, was man so macht, noch wie unberührt. Also sehr, sehr schön, bin ich echt begeistert. Und das sind auch echt süße Farben. Ich habe mir davon auch noch andere bestellt, aber die sind leider immer noch nicht angekommen. Also ich warte noch auf einige Sachen von Ali. Und ich warte auch, das war auch übrigens gar nicht von Ali, sondern das war von diesem June, was neu ist. Genau wie dieses hier. Und zwar ist das auch wieder so eine Art Clay, aber nicht wirklich Clay, sondern das soll so diese Soße quasi nachbilden. Also das ist wohl ein bisschen dünnflüssiger. Ich mache es gerade mal auf. Und zwar hat man hier einmal dann so eine Spritzschatulle mit drin. Und dann soll man eben bei dieser Tüte hier ein Stückchen abschneiden. Und dann eben das hier unten auch abschneiden. Und hier dann eben diese Schatulle rein. Und die dann dort reinschieben. Also ich will es jetzt nicht ausschneiden. Ich zeige es euch jetzt nur mal so. Quasi hier reinschieben, hier abschneiden, wo man dann halt sieht, okay, bis da muss es abgeschnitten werden. Und wenn es dann offen ist, das auch aufschneiden und dann das Teil hier einfach reinschieben und dann von unten eben von oben schön zumachen, wieder mit dem Teil. Und dann kann man da schön mit spritzen. Und das ist sehr weich. Also es ist schon eine Art Clay, aber es ist ein bisschen, also es ist auf jeden Fall, ihr seht es hier. Es ist auf jeden Fall weicher als das normale Clay. Und ja, also ich denke mal, dass man da wirklich gut solche wie Soßen halt mit hinbekommt. Ich warte noch auf meine anderen Farben von dem Clay, dass ich damit dann endlich loslegen kann. Ich weiß, ich habe die erst gerade gesehen. Das, wie gut sich das hier unten dann auch zack reindrücken lässt. Ja. Und da werde ich dann auf jeden Fall mit drum rumspielen, aber erst, wenn eben meine anderen Farben gekommen sind, weil jetzt nur mit Rosa die ganze Zeit was machen, da habe ich jetzt nicht so die Muße zu. Ich warte einfach auf meine anderen Farben und dann werde ich da auf jeden Fall mal was mit ausprobieren. Vielleicht so ein Donut oder so mit einer Soße oben drauf oder so irgendwas ganz easy, was ganz einfach ist und ja, genau, mal schauen. Ja, ihr Süßen. Und das war es dann tatsächlich auch erstmal schon mit diesem Haul. Wie gesagt, so viel war es diesmal noch nicht. Ich warte noch auf einige Teile, aber ich wollte es jetzt zumindest schon mal abgedreht haben. Und ich werde jetzt wieder sammeln. Und wenn dann wieder mehrere Sachen da sind, dann werde ich wieder einen Haul für euch machen. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch schon einen schönen Tag und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Macht's gut, tschüss.